Hallo René, danke, dass du dich zur Verfügung stellst für das Interview. René, die Länderspielpause ist vorbei. Ihr habt die Pause zu intensiven Training genutzt. Was war denn der Schwerpunkt? Ja, ich sage schon, der Schwerpunkt beim Spielerischen. Also wir haben viel spielerisch gemacht, Spielformen und geschaut, dass wir gute Qualität im Training haben. Und ja, vorige Woche war eher auf Spielerische und intensiv was. Der Abschluss ist, glaube ich, auch am Trainingsplan gestanden. Seid ihr erfolgreich gewesen? Ja, vorige Woche war schon besser im Abschluss. Also ist klar, dass wir ein bisschen ein Defizit haben. Hat man gesehen, jetzt haben wir 3-0 gespielt. Aber vorne leider nicht wirklich Tore gemacht. Und ja, schauen wir, dass es am Freitag besser wird. Du sprichst zusammen Freitag, Spiel gegen den LASK. Wo wir das erste Mal in der Saison gegen den LASK gespielt haben, da am Tivoli. Ja, ich denke, das war fast die beste Vorstellung, die der FC Hockensburg in der heurigen Saison abgeliefert hat. Auf dem, mit diesem positiven Eindruck, könnte man doch gut auf Freitag hinblicken. Ja, sicherlich. Also man muss sowieso immer positiv einblicken in die Woche. Also wir schauen am Freitag, dass wir hinten die Null halten, dass wir vorne mal jetzt endlich wieder mal netzen und schauen, dass wir die Partie gewinnen am Freitag. Ich habe nur was Positives für dich. Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem LASK haben unsere Leserinnen und Leser dich zum Spieler der Runde gewählt. War Auswärtsspiel, war 4-1, hat man leider verloren, aber ja, beim LASK läuft auch nicht mehr alles so rund. Sie haben den Trainer gewechselt. Wie siehst du den kommenden Gegner? Ja, ich sage, in der Liga kannst du jeden schlagen, egal was für eine Mannschaft. Wenn wir hinten gut stehen, wie gesagt, und vorne endlich wieder mal Tore machen, dann werden wir die Partie sicher gewinnen. Also Chancen haben wir gegen jeden Gegner. Ja, du spielst ja ganz vorne, bist von der Papierform inzwischen zum zweiten Stürmer mutiert. Wie gefällt dir denn das? Ja, ich habe es also sicher zweimal wie auch nicht mehr gespielt gehabt und gegen Hartberg das erste Mal wieder. Das ist ein bisschen eine Umstellung. Ja, taugt mir eigentlich schon die Position, aber ich brauche halt ein bisschen, dass ich da reinfinde. Weil es doch eine andere Position ist als bei links. Ich gehe davon aus, dass dir das jetzt im Training natürlich schon wieder besser gelungen ist. Verrat uns doch so unter uns, wie schaut denn die Tagquote im Training aus von dir? Ja, also ich sage, nicht schlecht, aber es kann besser sein. Also ich bin erst zufrieden, wenn jeder drinnen ist und daran muss ich noch arbeiten. Ja, am Schulfeld schaut es ja leider ganz anders aus. Ja. Du kommst zwar häufig zu den meisten Torabschlüssen, aber so richtig torgefährlich bist auch du nicht geworden. Ja. Wie schaut's aus? Ja. Ich war nicht der Knips eigentlich. Das hat meine Jugend nicht. Aber ich schaue, dass es im Training jetzt hat, weil ich ja immer links gespielt habe, ich schaue, dass es jetzt im Training mehr forciere, dass ich öfter zu den Abschlüssen komme, dass ich auch Tore mache und schaue, dass ich es dann im Spiel einbringen kann. Du sorgst dafür für einen reichlichen Torvorlage oder Torschussvorlagen, muss man ja leider sagen, oder nur sagen. Ist das eigentlich die eigentliche Stärke von dir? Ja, ich würde sagen, meine Stärke ist schon die Schnelligkeit und die Dynamik. Und der Abschluss leider noch nicht so. Ich hoffe, das wird besser und ich schaue, dass ich auch zum Knipser werde. Gut, dann wünschen wir dir dafür das Allerbeste. Dankeschön. Und wir hoffen, dass es am Freitag dann hinkommt. Ja, wird schon werden. Danke. Dankeschön.